Ja, Sie machen Ihrem Namen mal wieder richtig Ehre. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich kann nur sagen, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute wiederum als Gast begrüßen darf. Für mich ist das eine ganz ausgezeichnete Gelegenheit, Sie hier und jetzt begrüßen zu können. Es ist 13:59 Uhr. Ich beginne einfach jetzt mal zeitig genug, weil wir schon so viele Teilnehmer bei uns registriert haben, dass ich sagen muss, herzlich willkommen, liebe Teilnehmer, herzlich willkommen, lieber Herr Professor Hittge. Allen Teilnehmern, die Professor Hittge nicht kennen, möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Herr Professor Hittge hat an der TU Darmstadt Nachrichtentechnik studiert und am Institut für Datentechnik promoviert. Danach ging er zur Bosch Fese, allen bekannt, die im Bereich Fernsehen tätig sind. Das war damals der Hauptausstatter für alle Fernsehstudiobetriebe und wurde später dann Philips BTS. Und irgendwann ist das Ganze dann mal von Grasswelle übernommen worden, sodass also die Wurzeln eigentlich von Grasswelle heute teilweise auch bei der alten Fese zu sehen sind. Dort war er zunächst als Gruppenleiter tätig, dann als Abteilungsleiter für die Steuerung und Software von Rekordern und Magnetaufzeichnungsanlagen zuständig und als Projektmanager für den digitalen Videokassettenrekorder. Und die weltweite Standardisierung des D1-Format hat er in der EBU und bei der SEMTI aktiv mitgewirkt. Danach leitete er das Projekt HDTV Gigabit Recorder für die Aufzeichnung von transparenten digitalen HDTV-Signalen und hat seit 1993 eine Professur an der Hochschule Rhein-Main inne im Medienbereich, im Fachgebiet Medientechnik. Herr Professor Hittge, ich möchte einfach auf Ihre Kompetenz hinweisen und die zahlreichen Veröffentlichungen, die Sie auch in der FKT gehabt haben und auch hoffentlich zukünftig noch haben werden. Und ich gebe Ihnen jetzt einfach mal das Wort. Ich schweige und Sie dürfen jetzt unsere Zuschauer, Abonnenten und Webinarteilnehmer mit den neuesten Informationen zu 3D-TV ohne Brille unterhalten. Bitte schön. Gut. Vielen Dank, Herr Wagner. Jetzt müssen wir noch mal sehen, dass wir jetzt hier die Folien dann bekommen. Sie sind sehr leise, wenn ich das sagen darf. Sind die Folien zu sehen? So, ich gebe Ihnen jetzt mal Ihr Bild, damit Sie es herstellen können. Sie haben jetzt quasi die Freigabe für sich selber. Bitte sehr. Ist mein Bild vorhanden? Muss ich ihn erst noch freigeben? So, herzlich willkommen jetzt zu unserem Teil 2 unseres Webinars über 3D-TV. Sehen Sie alle das Bild? Herr Wagner? Gut, ich gehe davon aus, dass alles dann in Ordnung ist. Was wir heute uns anschauen wollen, ist jetzt hier mal aufgezeigt in dem Ich sehe bekannten von Bild. Ihnen kein Signal, Herr Professor Hittge. Okay, Moment. Ach, ich muss meinen Bildschirm noch freigeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, alles zu sehen? Wunderbar. Also, ich begrüße Sie nochmal zu unserem zweiten Teil von unserem 3D-TV-Webinar. Heute geht es eigentlich zum Weg zum brillenlosen 3D-TV. Das heißt nochmal genauer gesagt, was ist das Thema heute? Hier nochmal die Tabelle von der ITUR, die ich das letzte Mal auch schon gezeigt habe. Hier sehen Sie auf der linken Seite die erste Generation, über die wir das letzte Mal geredet haben, die jetzt teilweise auch schon eingeführt ist. Und unser Thema heute ist die zweite Generation von 3D-TV, das sogenannte Multiview-Profile. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie wir dahin gelangen. Denn dazu brauchen wir einige Methoden, zum Beispiel die Tiefenkarten, die wir für andere Anwendungen auch noch sehr gut verwenden können.
Was steht denn heute bevor? Einmal die Grundlagen, da werde ich noch ein bisschen auf die Grundlagen vom letzten Mal eingehen und Wiederholungen dann bringen. Also diejenigen, die jetzt mal dabei waren, können noch 3 Minuten hier ihre E-Mails checken. Dann möchte ich noch auf die Erzeugung der Tiefenkarten eingehen und vor allem auch die Anwendungen dann erläutern. Dann im Wesentlichen ist das Thema ja MultiView und autostereoskopische Displays, also Displays ohne Brille. Und dann werde ich mit einem Fazit ganz kurz dann beenden. Gut, nochmal die Grundlagen. Wie wir sehen, wenn wir also ein Objekt auf einem Bildschirm sehen, dann fokussieren wir auf diesen Punkt und auch die Konvergenz, das heißt die Richtung unserer Augen, ist eigentlich auf diesen Punkt gerichtet. Das ist unser normales Sehen. Wenn wir jetzt hier 3D sehen und das Objekt liegt hinter dem Bildschirm, dann fokussieren wir immer noch auf den Bildschirm, aber die Konvergenz ist auf das Bild im Hintergrund gerichtet und das bedeutet, dass wir auf der Bildschirmebene nicht einen Punkt für einen Objektpunkt haben, sondern zwei, nämlich einen für das linke Auge und einen für das rechte Auge. Das gleiche gilt auch, wenn das Objekt im Vordergrund ist, nur sind dann die beiden Punkte vertauscht. Das bedeutet, dass wir im Prinzip ja unser Sehempfinden täuschen, denn wir haben jetzt nicht mehr den gleichen Punkt für den Fokus und für die Konvergenz, sondern zwei unterschiedliche Punkte. Und das geht natürlich nicht immer gut, das geht nur in einem ganz bestimmten Bereich gut, nämlich im sogenannten komfortablen Sehbereich. Und der ist abhängig, wie groß mein Bildschirm ist und wie groß auch mein Betrachtungsabstand ist. Und was ich vermeiden muss, ist, dass ich auf alle Fälle keine Objekte habe, die jetzt außerhalb dieses komfortablen Sehbereichs erscheinen, weil es sonst zu Sehbehinderungen kommt, beziehungsweise auch zu Übelkeit und sonstigen Unwohlsein. So, wenn wir uns jetzt die Wiedergabe anschauen, dann ist die Tiefe meines Objekts, indem ich das erkenne, eigentlich dadurch bestimmt von dem Betrachtungsabstand und natürlich auch von Disparität, also den beiden Punkten für das linke und für das rechte Auge. Wenn ich jetzt das Bildschirm kleiner nehme, dann rücken auch diese beiden Punkte enger zusammen und auch die Tiefe meines Objekts wird geringer. Das Gleiche tritt auch auf, wenn ich bei der gleichen Bildschirmbreite einfach den Betrachtungsabstand verringere. Auch dann verringert sich meine Objekttiefe. So, soweit zu den Grundlagen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema mit den Tiefenkarten. Wie ermittle ich eigentlich die Tiefe mit zwei Kameras? Wir haben im letzten Beitrag ja schon mal erwähnt, dass der wesentliche Anteil der Tiefe dadurch gekennzeichnet ist, dass ich bei den beiden Sensoren fürs linke und fürs rechte Bild eigentlich unterschiedliche Punkte auf dem Sensor habe in horizontaler Richtung. Das nennt man Disparität und die Disparität bestimmt einfach die Tiefe. So, und das kann ich ganz einfach ausrechnen, indem ich einen Strahlensatz anwende. Das heißt also, die Tiefe kann ich ausrechnen, wenn ich die Fokusbreite, also Fokusweite habe und den Abstand der beiden Aufnahmeobjektive und meine Disparität. So, das heißt, ich kann für jedes einzelne Bild, für jeden einzelnen Bildpunkt in meinem Objekt kann ich jetzt hier eine Tiefe ermitteln. Und diese Tiefe kann ich zum Beispiel in 8-Bit kodieren und bekomme dann ein Schwarz-Weiß-Bild, so zum Beispiel, wie es dann hier auch aufgezeichnet ist. Wenn ich zum Beispiel 8-Bit nehme, habe ich dann 256 Stufen. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich jetzt hier meine Entfernung nicht linear aufteile, sondern ich teile sie so auf, dass im Nahbereich eine feinere Unterteilung ist, weil Sie ja wissen, dass das Stereofernsehen eigentlich im Wesentlichen im Nahbereich funktioniert und da muss die Genauigkeit genauer sein. So, ich kann die Formel da unten natürlich auch umstellen. Das heißt, aus meiner Tiefe kann ich meine Disparität herausrechnen. Das heißt, ich kann sowohl Tiefenkarten erstellen als auch Disparitätenkarten. Was ist der Unterschied? Gucke ich mal meine Tiefenkarte an, habe ein Bild, da habe ich im Vordergrund die Blumen, die sind 1 Meter entfernt. Im Hintergrund habe ich die Sonne, ich glaube, es sind 149 Millionen Kilometer. Also wenn ich das aufteilen muss, kann der Tiefenbereich schon sehr groß sein. Wenn ich Disparitätenkarten nehme,
dann errechnen sich ja die Disparitäten, wie ich eben ja auch erwähnt habe, aus dem Unterschied zwischen den Bildpunkten vom linken Bild und rechten Bild. Also wenn jetzt hier unten der eine Bildpunkt von der Pflanze da ein Stückchen nach links verschoben ist, bedeutet das, dass das Objekt im Prinzip vor dem Bildschirm erscheint. Und diese Disparitäten, das sind endliche Werte, die einfach den Unterschied zwischen linken und rechten Bild angeben. Das kann ich ausdrücken in Prozent von der Breite des Sensors oder des Bildschirms, Millimetern oder was meistens gemacht wird, auch in Pixeln. So, schauen wir mal an, was passiert jetzt, wenn ich ein Objekt aufnehme, was im Vordergrund steht, mit zwei Kameras. Da sehen Sie das jetzt hier, dadurch, dass das Objekt von der linken Kamera einen Teil des Hintergrunds verdeckt, habe ich also diesen roten Streifen eigentlich nur in der rechten Kamera und sehe den nicht in der linken Kamera. Wenn ich also jetzt hier zwei Kameraaufnahmen habe, linke und rechte Seite, und habe jetzt hier mehrere Objekte in meinem Bildbereich, dann muss ich natürlich nach der Entzerrung meiner Kamerabilder dann meine beiden Bilder anschauen. Und das sehe ich im linken Bild eigentlich Bereiche, die nur im linken Bild drin sind, weil im rechten Bild die durch die Objekte verdeckt sind, und umgekehrt in dem rechten Bild sind natürlich jetzt hier Teile des Bildes vorhanden, die im linken Bild nicht vorhanden sind, weil sie eben von der Seite her verdeckt worden sind. Das Problem tritt natürlich jetzt auf, dass in den Bereichen, wo nur eine Ansicht vorhanden ist, kann ich die Tiefe eigentlich nicht ermitteln. Also muss ich mir jetzt mal überlegen, wie ermittle ich überhaupt die Disparitäten jetzt? Also ich fange jetzt mal mit links an, mit meiner linken Ansicht. Da schaue ich jetzt mal nach, wo sind die korrespondierenden Werte in der rechten Ansicht, und entsprechend berechne ich jetzt meine Disparitäten. Dann gehe ich da so weit vor, dass ich das rechte Bild mir vornehme und jetzt hier die korrespondierenden Werte des linken Bilds suche und ebenfalls meine Disparitäten ausrechne. Wenn ich es richtig gemacht habe, kriege ich jetzt hier zwei Tiefenwerte, die übereinstimmen. Und dann habe ich zuverlässige Werte. Passiert jetzt irgendetwas, dass ich zum Beispiel dann Verdeckungen habe, wo der Punkt jetzt in der einen Ansicht nicht vorhanden ist, oder ich habe jetzt feine Muster und ich vertue mich jetzt hier mal mit der Zuordnung meines Bildpunkts vom rechten Bild zum linken Bild, dann kriege ich unterschiedliche Werte, und das bedeutet, dass diese Werte eigentlich nicht zuverlässig sind. Das heißt, die Berechnung der Tiefenkarte erfolgt dann so, dass ich einmal eine Links-Rechts-Disparitätenberechnung mache, dann eine Rechts-Links-Disparitätenberechnung und mache eine Zuverlässigkeitsabschätzung. Habe ich zu geringe Zuverlässigkeit, muss ich mir andere Analysen überlegen, wie ich diese fehlenden Informationen beibringe. Zum Beispiel durch eine Texturanalyse, durch Kanten- oder Objektanalyse oder auch andere Analysen kann ich jetzt hier vornehmen. Wichtig ist nur, dass ich für jeden Bildpunkt auch eine Tiefe ermitteln kann. Denn diese Bestimmung der Tiefe muss über die gesamte Fläche sehr zuverlässig sein und vor allem muss die auch konstant sein, auch über die Zeit. Es geht also nicht so, dass ich jetzt hier bei unterschiedlichen Bildern, die nacheinander kommen, unterschiedliche Tiefen für die Objekte habe. Das würde dann das menschliche Sehvermögen dann verwirren. Und vor allem bei den Objektkanten, die müssen sehr exakt bestimmt werden, auch von einem Bild zum anderen, sonst kommt ein Flimmern in den Kanten zustande. Und es ist sehr unschön, wenn jetzt plötzlich die Tiefenempfindung an den Kanten sich ändert. Wo ich keine Texturen habe in den Flächen, soll dann auch die Tiefe dann ebenfalls homogen sein. Das heißt, ich muss unter Umständen eine Filterung vornehmen. Und natürlich müssen die verdeckten und aufgedeckten Flächen zuverlässig gefüllt sein. Hier unten habe ich mal ein Beispiel mitgebracht aus dem EU-Projekt 2020 3D Media. Sie sehen in der Mitte die berechnete Tiefenkarte mit den zuverlässigen Werten. Und wir sehen, dass da also viele Lücken sind, die dann nochmal mit den entsprechenden Algorithmen dann gefüllt werden müssen. Man kann jetzt die Disparitätenkarten unterscheiden in so einer Downsampled Disparity Maps, also Tiefenkarten mit geringerer Auflösung. Das ist natürlich einfacher und schneller durchzuführen, hat aber dann das Problem, dass jetzt die Genauigkeit nicht so genau stimmt. Und dann gibt es Sparse Disparity Maps, wo ich nur einen ausgewählten Teil
des Bildes verwende, um jetzt Disparitäten zu berechnen, zum Beispiel Kanten, weil ich diese Kanten eigentlich dann auch automatisch sehr leicht verfolgen kann. Das kann ich sehr schön als Hilfsmittel bei der Produktion verwenden, um das Tiefenbudget dann hier zu bestimmen. Und dann gibt es natürlich diese Dense Disparity Maps, über die wir jetzt hier reden. Das heißt, zu jedem Bildpunkt gibt es einen genauen Disparitätswert, der dazu gehört. Und zwar in jedem Bild. Das heißt, ich habe die gleiche Auflösung wie das Bild bei der Disparitätsmappe, sowohl in der spatialen Richtung, also in Höhe und Breite, als auch in der zeitlichen Ablauffolge. So, die SMPDE ist gerade dabei, einen Working Draft zu definieren für eine Dense Disparity Map. Im Prinzip ist es dafür gedacht, um den Austausch zwischen Produktions- und Mastering-Systemen zu erleichtern. Warum, komme ich gleich nochmal drauf. Hier ist natürlich vorausgesetzt, dass keine Fehler im Bild sind. Das Interessante hier ist die Angabe der stereoskopischen Bildbreite, denn das wird in Disparity Units berechnet und dann habe ich 122.880, ein komischer Wert, werden Sie sagen, aber das hat damit zu tun, dass ich natürlich jetzt hier sehr viele unterschiedliche Formate hier abdecken will und ich nur ganzzahlige Werte für meine Disparitäten haben möchte, also keine Kommazahlen. Und dann habe ich natürlich jetzt hier die Größen von unserem Amoloids HDTV von 1280 über HDTV bis hin auch zu Ultra High Definition mit 7680 und 8K. Wenn Sie jetzt hier sich das ausrechnen, wie groß dann dieser Pixelabstand in den einzelnen Formaten sind, das sehen Sie, dass wir jetzt hier bei normalen HDTV wir 64 DUs haben und bei Super High Definition haben wir dann 16 DUs, also ganzzahlige Werte. Haben wir immer noch das Problem, dass wir natürlich diese Disparitäten oder Tiefenkarte also sehr genau schätzen müssen. Mit zwei Kameras gibt es da, wie gesagt, ein paar Probleme. Drei Kameras werden da schon besser. Mit einem sogenannten Trifokalsystem kann ich also zweimal Stereo erzeugen, nämlich einmal ein Stereopaar mit der linken Kamera und Hilfskamera, wenn die in der Mitte ist, und einmal ein Stereopaar 2, wo die Hilfskamera links ist und die Hauptkamera rechts. In der Realität wird allerdings eine andere Anordnung bevorzugt, dass ich eben eine teure Hauptkamera in der Mitte habe, nur einmal, und zwei Hilfskameras rechts und links zum Bestimmen der Tiefe, einmal von der linken Ansicht und einmal von der rechten Ansicht. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich diese sogenannte Time-of-Flight-Kamera. Das ist eigentlich eine Infrarotkamera. Und es wird also ein Infrarotlicht benutzt, was gepulst wird. Und was gemacht wird, ist einfach, dass jetzt hier diese gepulsten Impulse ausgesendet werden. Und die treffen dann auf ein Objekt, werden dann von reflektiert und werden dann über das Infrarotfilter in der Kamera für jeden Bildpunkt detektiert. Und die Zeit zwischen dem Aussenden des Impulses und dem Auftreten auf diesem Bildpunkt, das wird gemessen und diese Zeit ist eben ein Maß für die Entfernung. Hier sehen Sie mal so ein Bildchen von einer Time-of-Flight-Kamera aus dem EU-Projekt 3D4U. Diese Punkte hier im Hintergrund, das sind unsere Infrarot-Dioden und das ist jetzt hier unsere das Objektiv der Infrarotkamera. Das geht natürlich nur, wenn ich jetzt hier da eine begrenzte Entfernung von den Objekten dann habe. So, wenn ich jetzt aber diese Disparitäten oder Tiefenkarten habe, dann muss ich natürlich hinterher beim Bild das wieder zusammensetzen und das bezeichnet man als Depth Image Space Rendering. Im Prinzip wird das so gemacht, dass ich das Originalbild als linke Ansicht verwende, dann kopiere ich das und nehme das als rechte Ansicht. Dann habe ich ja meine Tiefenkarte und jetzt brauche ich eigentlich nur noch hier meine Bildpunkte für die Objekte entsprechend der Tiefenkarte entsprechend zu verrücken. Und das kann ich mir auch sehr einfach ausrechnen. Wenn ich die Tiefenkarte habe, brauche ich dann nur noch die Angabe, wie weit jetzt hier meine virtuelle Kamera vom Original entfernt sein soll und wie diese virtuelle Brennweite dann ist. Die soll natürlich die gleiche sein wie die Originalaufnahme. Deswegen ist es sinnvoll, dass ich solche Parameter von der Aufnahme, sei es Basisabstand oder Brennweite, als Metadaten auch dann immer mitnehmen kann.
So, damit habe ich jetzt also meine zweite Ansicht erzeugt. Gibt es natürlich ein paar Probleme. Denn wenn ich jetzt hier Bildpunkte verschiebe, dann bedeutet das ja, dass ich da, wo ich das aufdecke, ich keine Information mehr habe und das muss ich ja entsprechend füllen. Ein anderes Problem sind diese Verdeckungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Aufnahme mache, wo ich jetzt hier von vorne drei Objekte aufnehme, das mittlere ist ein bisschen im Vordergrund und ich will jetzt hier eine virtuelle Ansicht rendern, die weiter rechts sind, dann würde ich ja hier in diesem Bereich auf die Seite von diesem Objekt gucken. Die Ansicht von dieser Seite habe ich ja nicht, weil ich jetzt hier bei der Originalansicht das nur von vorne habe. Das heißt, ich muss diese Lücke füllen und das mache ich jetzt hier mit im Painting, indem ich mir die Umgebung anschaue und mir überlege, welche Inhalte kommen jetzt da sinnvollerweise rein oder alternativ kann ich auch ein Warping da einführen. So, hier mal ein Beispiel von dem 3D4U-Projekt. Wir haben also links die Originalansicht, dann kommen die Tiefengrade dazu und dann werden diese Objekte um die entsprechende Disparität dann verrückt. Das heißt, es bleiben dann Löcher, diese Löcher müssen dann gefüllt werden und rechts sehen Sie dann als die zweite Ansicht quasi eine virtuelle Ansicht von einer zweiten Kamera. Und das beides zusammen wäre dann eigentlich eine Stereoansicht. So, was kann ich jetzt damit machen, außer Stereo zu zeigen. Eine wesentliche Sache ist eigentlich, dass am Fernsehempfänger der Betrachter eigentlich den 3D-Effekt davon abhängig sieht, wie groß sein Bildschirm ist, haben wir vorhin schon gesehen, und der Betrachtungsabstand. Aber es gibt auch persönliche Präferenzen. Man hat also festgestellt, es gibt Leute, die wollen eigentlich einen stärkeren Stereo-Effekt haben und Leute, die mögen das nicht und kommen das unnatürlich vor, die möchten eigentlich jetzt hier das Tiefenbudget einschränken. Das kann man über diese Disparitätenmappe sehr einfach machen, weil es ja ein Schwarz-Weiß-Bild ist. Das kann ich also sehr einfach dann entsprechend manipulieren und kann damit mein Tiefenbudget beliebig einstellen. Und damit hat der Betrachter die Möglichkeit, quasi den 3D-Effekt über seine Fernbedienung persönlich einstellen zu können. Aber auch in der Produktion hilft uns eine solche Disparitäten oder Tiefen gerade sehr, wenn es um das Einfügen von Untertiteln und Grafiken geht. Die Untertitel müssen ja als vorderstes Objekt sein, dürfen aber im Prinzip keine sonstigen Objekte dann verdecken. Die Disparitätenmappe oder die Tiefenkarte gibt mir also dann Aufschluss darüber, wo ich eigentlich meine Untertitel einführen muss. Das gleiche gilt für Grafiken. Dann kann ich sehr leicht anhand der Tiefenkarte entdecken, wo ich jetzt hier meine Grafiken dann im Hintergrund einfügen muss. So, generell muss man bei der Produktion eigentlich auf verschiedene Dinge achten. Bei der Aufnahme auf das Tiefenbudget haben wir schon erzählt, die gewünschte Tiefenwirkung, die der Regisseur haben will, aber auch auf das Zielformat, ob es jetzt fürs Fernsehen ist oder für Film. Und Sie wissen ja, dafür gibt es normalerweise am Set einen Stereographer, das Expertenwissen mitbringt, die Erfahrung mitbringt und dann am Set die entsprechenden Parameter einsetzt. Das bedeutet natürlich, ich brauche Zeit und ich habe Aufwand am Set. Da kommen die Leute natürlich auf die glorreiche Idee, wie immer, also fix it in the post. Also wenn was nicht stimmt, dann wird in der Nachbearbeitung das korrigiert. Und das kann man eben anhand der Disparitätenkarte und der Tiefenkarte sehr einfach machen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Tiefenbudget habe, was eigentlich zu groß ist, kann ich jetzt hier durch Manipulation dieser Tiefenkarte dann ganz einfach meine entsprechenden Objekte dann in der Tiefe anders hinlegen. Ähnlich ist es auch beim Mastering. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ist ein Unterschied, ob ich jetzt hier für eine Leinwand oder Kinoproduktion irgendetwas mache oder ob ich das jetzt hier für einen Monitor mache, den ich zu Hause habe. Wenn ich das einfach runterrechne, dann kann es oft mal sein, dass jetzt hier die Objekte außerhalb des erlaubten Bereichs dann sind. Also mein Tiefenbudget muss jetzt hier dann modifiziert werden. Über die Tiefenkarte kann ich das also relativ einfach machen, dass ich jetzt hier beim Mastering angepasst auf meine Größe des Wiedergabegerätes meine Tiefen anpasse. Bleiben wir mal bei der Nachbearbeitung. Ich habe ja dann auch Schnitte.
Und normalerweise sind diese Szenen an unterschiedlichen Orten aufgenommen. Das bedeutet, ich habe auch dann unterschiedliche Inhalte, auch was die Tiefe angeht. Wenn ich die jetzt aneinander hänge, bedeutet das, dass ich natürlich auch von Szene 1 zu Szene 2 natürlich auch einen Schnitt in der Tiefe habe. Und das ist natürlich für den menschlichen Betrachter ungewöhnlich, denn wenn ich jetzt hier so rumschaue, dann habe ich eigentlich keine Tiefensprünge, sondern habe dann also nur glatte Übergänge. Und das kann ich natürlich auch durch Glätten meiner Tiefenkarten in der zeitlichen Reihenfolge kann ich machen. An den Objektgrenzen und an den Schnittgrenzen kann ich jetzt meine Tiefenkarte ganz gezielt so variieren, dass ich jetzt hier glattere Übergang von den Szene 1 zu Szene 2 und Szene 3 und den weiteren Szenen dann habe. So, wenn nur ein 3D-Bild nur ein 2D-Bild ist mit der Tiefenkarte, kann ich natürlich auch eine 2D-3D-Wandlung machen. Denn normalerweise ist ja so, ich habe jetzt hier nicht genügend 3D-Material, also hole ich mein 2D-Material, mein normales Filmmaterial raus und erzeuge eine Tiefenkarte und mache daraus ein 3D-Bild. Achte bitte aber darauf, nicht jedes Material ist geeignet für eine 3D-Darstellung. Man muss natürlich auch da schon geeignetes Material haben, damit ich auch eine 3D-Darstellung also auch mit Genuss mir anschauen kann. Es gibt auch andere Einschränkungen bei der Aufnahme, diese zwei Kameras, die ich dann habe, die normalerweise auch dann in einem 3D-Rig untergebracht sind, sehr groß. Ich brauche entsprechenden Aufwand und manchmal ist eigentlich ein solcher Aufwand am Set eigentlich nicht machbar, wenn ich den Platz zum Beispiel nicht habe. Bei Live-Veranstaltungen ist auch manchmal so, dass jetzt hier nicht genügend Positionen für eine zusätzliche 3D-Crew dann da ist. Also wenn ich zum Beispiel mit einer Kamera auf den Platz gehen will und will da Nahaufnahmen machen, dann ist es oftmals nur einem einzigen Team erlaubt. Dann muss ich natürlich hinterher aus diesen 2D-Aufnahmen auch 3D-Dinge machen, wenn ich eine Sportaufzeichnung habe oder Sportübertragung habe, die jetzt 3D-fähig ist. Und es gibt natürlich auch noch künstlerische und gestaltungstechnische Gründe, zum Beispiel beim Film. So ist zum Beispiel der Film Alice im Wunderland, also im Film aufgenommen worden, also zweidimensional, und diese 3D-Geschichten wurden dann hinterher dann reingearbeitet. Ja, und dann gibt es natürlich noch diesen Knopf an Ihrem Heimempfänger, wo dann 3D dran steht, weil normalerweise, wenn Sie so ein Gerät sich kaufen, haben Sie ja nicht so viele Materialien 2D. Jetzt wollen Sie natürlich das auch mal sehen und dann wollen Sie natürlich auch dann in Echtzeit jeden Beitrag von 2D in 3D konvertieren. Dass das nicht funktioniert, werde ich Ihnen gleich nochmal beweisen. Also ich brauche jetzt bei der 2D-3-Wandlung neben dem eigentlichen Bild die Tiefenkarte. Das kann ich manuell tun. Wie gesagt, die Filmleute machen das ganz gerne. Dann wird eben das eine Bild kopiert, als rechte Ansicht genommen, die Objekte selektiert, per Hand die Tiefe per Hand dem Objekt zugewiesen, also meine Tiefenkarte generiert. Dann wird das Objekt mit Disparität verschoben. Muss ich noch das Inpainting machen, also die Löcher füllen. Das wird teilweise auch noch per Hand gemacht. Das Ganze ist natürlich dann sehr aufwendig. Ich habe mal gelesen, das kostet zwischen 60.000 und 80.000 Dollar pro Minute. Aber die kriegen damit, dadurch, dass es der Mensch macht, eigentlich auch eine sehr gute Qualität. Die andere Richtung ist diese vollautomatische Geschichte, die am Fernseher dann angeboten wird. Das heißt, hier muss ich in Echtzeit diese Konversion machen oder diese Tiefenkartengenerierung machen. Und das ist natürlich sehr schwierig, denn der Mensch hat in seiner Kindheit viele Jahre gebraucht, um diese beiden Ansichten von den Augen im Gehirn so zu verarbeiten, dass es eine vernünftige Tiefeninformation gibt. Und das im Computer in Echtzeit nachvollziehen zu wollen, das ist eine sehr große Aufgabe, die mal, ab und zu mal funktioniert, aber nicht immer. Und da gibt es störende Fehler und diese störenden Fehler, die ab und zu mal vorkommen, die machen natürlich den gesamten 3D-Eindruck kaputt. Die Lösung ist natürlich jetzt, dass man semi-automatisch macht, dass man also jetzt wirklich sich eine Tiefenkarte erstmal automatisch erstellen lassen kann, also vorschlagen kann und dann gerade diese Fehler per Hand dann vom Menschen her herausrechnet und diese Tiefenkarten entsprechend editiert. Frage ist natürlich, woher kriegt die
Automatik aus der 2D-Anwendung eigentlich diese Information, wie tief jetzt die einzelnen Objekte sind. Und ich erinnere daran, im ersten Teil haben wir ja auch schon über die molekularen Informationen geredet, die eigentlich dann sehr wichtig sind für den 3D-Eindruck, wo ich aber eigentlich keine zwei Augen brauche, wo ich es eigentlich mit einer Ansicht auch machen kann, zum Beispiel Fokussierung. Wenn jetzt ein Objekt unscharf ist, dann weiß ich, es liegt nicht in der tiefen Ebene meines Hauptobjekts, was scharf ist. Bei der Perspektive weiß ich, dass sich jetzt hier gerade Kanten sich in der Tiefe verjüngen. Bei der relativen Größe der Objekte gibt es ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich automatisch sehr schwer erkennen kann, was für Objekte sind das und wie groß sollten die eigentlich sein. Aber bei der Verdeckung und Aufdeckung, also wenn jetzt hier ein Objekt von einem anderen verdeckt wird, dann weiß ich, dass das hinter diesem Objekt natürlich sich befindet. Auch Helligkeiten und Farben geben mir einen Eindruck über die Tiefe. Also am Horizont hinten gibt es durch diese Atmosphäre oftmals eine größere Helligkeit als im Vordergrund. Und auch bei den Farben sagt man, also der Himmel ist blau, das ist also weit weg. Rot ist in den Hauttönen drin, das muss also in der Nähe sein. Probleme kriegen es natürlich dann, wenn sie einen Sonnenuntergang aufnehmen. Aber man kann es als ein weiteres Kriterium hier mit benutzen. Auch bei den Texturen ist es so, dass die Ansicht der Texturen sich im Laufe der Tiefe verändern. Schatten bieten natürlich auch einen Anhaltspunkt, wie die Tiefe ist. Und natürlich auch bei der Bewegung. Wenn ich also jetzt einen Kameraschwenk habe, dann nehme ich ja jetzt hier verschiedene Kamerapositionen nacheinander auf. Und ich kann mir jetzt also zwei Kamerapositionen raussuchen, die in etwa so dem Abstand, den ich gewöhnt bin, von meinem Stereo-Rig entsprechen und hole mir jetzt aus diesen beiden Aufnahmen, die jetzt eigentlich nacheinander aufgenommen worden sind, jetzt hier parallel quasi meine Disparitäten für meinen linken und meinen rechten Beitrag dann raus. Also ein paar Sachen funktionieren schon, aber als Automatik das hier anzuwenden, was eigentlich immer funktionieren soll, wird es natürlich dann sehr, sehr schwierig und das sollte man eigentlich nicht tun. Aber für eine semi-automatische Bearbeitung ist das eigentlich schon eine gute Anwendung. So, jetzt gucken wir aber endlich zu unseren Multiview-Anwendungen hin. Also wenn ich ein Objekt von allen Seiten betrachten will, dann muss ich mir das Objekt natürlich erstmal von allen Seiten aufnehmen. Ich brauche also sehr, sehr viele Aufnahmen. Und aus diesen Aufnahmen kann ich mir jetzt also irgendeine beliebige Position mir ausdenken und kann aus den benachbarten Aufnahmen dann mir meine virtuelle Ansicht dann rausrendern. Nun brauchen wir natürlich ja sehr, sehr viele Kameras dazu und sehr komplexe Aufnahmesituationen. Glücklicherweise habe ich beim Fernsehen ja nicht so, dass ich um meinen Fernseher rumgehen will, um zu sehen, was dahinter passiert, weil der ist ja auch meistens an der Wand befestigt. Das heißt, ich habe nur eine Ebene, aber auch an dieser Ebene will ich mich bewegen. Das heißt, ich brauche dann doch bei der Änderung meines Betrachtungsabstands auch eine Änderung meiner Perspektive. Ich brauche eine andere Ansicht. Das heißt, ich brauche schon mehrere Kameras, die normalerweise hier im Augenabstand jetzt hier angeordnet sind. Das bedeutet, ich habe einen sehr großen Aufwand an Kameras. Und ich habe natürlich auch eine sehr hohe Datenrate für die Übertragung, weil ich ja jede eigene Ansicht auch übertragen muss. Lösung dafür ist ein Multiview mit diesem Depth Image Based Rendering. Also ich brauche nur eine Hauptansicht aufnehmen und die Zwischenansichten, die interpoliere ich jetzt einfach. So, damit spare ich Datenraten bei der Übertragung natürlich ein, auch die Tiefengraden, die ich jetzt übertragen muss, auch in weniger Datenrate, weil es ein Schwarz-Weiß-Bild ist als ein Farbbild. Und für die Darstellung werden dann einfach diese Zwischenansichten wieder reingerendert. Jetzt kann ich mir überlegen, ich brauche ja nur zwei Ansichten, eine ganz weit links, eine ganz weit rechts und alles andere rendere ich da dazwischen. Auch das geht schief, weil ich natürlich, wenn die beiden Aufnahmen zu weit voneinander entfernt sind, ich zu wenig Gemeinsamkeiten in den Bildern habe. Und dann gibt es nicht genügend Bildpunkte, die ich jetzt hier zum Rendern verwenden kann. Und dann kriege ich dann sichtbare Artefakte. Ich brauche also jetzt doch in einem gewissen Abstand dann auch immer noch meine Ansichten. Eine Möglichkeit hat das Fraunhofer HAI-Institut mal vorgeschlagen. Ich glaube, das war auch in einem 3D4U-Projekt. Multiple Video plus Depth. Also ich habe eine Hauptansicht von einer Kamera.
Da habe ich auch noch eine Tiefenkarte und diese Hauptansicht, die werde ich auch als ein einziges Bild bei der Wiedergabe verwenden. Einige Positionen weiter habe ich das zweite Hauptbild. Auch das verwende ich als komplettes Bild. Und die Zwischenansichten hier, die rendere ich jetzt hier aus den Hauptansichten und den Tiefenkarten raus. So, jetzt muss ich natürlich diese Informationen von den Videos und den Tiefenkarten muss ich natürlich kodieren und übertragen. Wie das gemacht wird, will ich heute also nicht erzählen, ist auch eine größere Sache. Gibt es also mehrere Möglichkeiten, vielleicht wird das nochmal ein Thema für einen dritten Teil. Wenn ich es aber geschickt mache, kann ich jetzt also diese Information auch meinem heutigen 2D-Fernseher, den ich zu Hause habe, eigentlich anbieten, weil der Decoder holt sich dann die eine Ansicht raus, die normal kodiert ist, die kann er auch wiedergeben, alles andere versteht er nicht und schmeißt es hoffentlich weg, ohne dass ich jetzt hier Störungen dann reinbekomme. Habe ich jetzt bereits einen Fernseher gekauft mit Brille, also Shutterbrille oder Polarisationsbrille, dann brauche ich natürlich jetzt hier eine neue Setup-Box, die jetzt hier sich aus dem Datenstrom die entsprechenden Informationen raussucht und genau in das Format dann reinkodiert, was ich jetzt habe, zum Beispiel Side-by-Side oder Top-Down oder sonst irgendwas. Und wenn ich jetzt hier Multiview machen will oder autostereoskopische Ansichten, dann muss ich mir die anderen Ansichten, die jetzt übertragen worden her, dann rausholen und die entsprechenden Views rendern. Wie diese Displays aussehen, will ich nochmal ganz kurz zeigen. Im Prinzip gibt es also diese Displays ohne Brillen und da gibt es natürlich jetzt einmal die holographischen Ansichten oder die Lightfields, die wirklich eine dreidimensionale Ansicht bieten, also eine volumetrische Ansicht. Das ist allerdings sehr aufwendig. Die NHK hat die Lightfield-Methode mit Integralmethode mal vor 2 Jahren mit ihrem Ultra-High-Definition-System mal vorgeführt. Also da müssen wir noch einiges an Entwicklungsleistung reinstecken, bis wir da vernünftige Displays dann haben. Was wir im Moment haben, sind sogenannte Multiple Pixels per Point. Die arbeiten also im Prinzip genauso wie unsere Stereo-Ansichten, dass ich jetzt hier mehrere Ansichten an einem Bildschirm darstelle gleichzeitig. Jetzt muss ich natürlich jetzt dafür sorgen, dass die einzelnen Ansichten nur den jeweiligen Augen zukommen. Und da gibt es 2 Möglichkeiten, entweder Barriere oder Linsenraster. Ich habe also meinen Stereo-Bildschirm. Ich habe also wieder meine 2 Ansichten, das heißt meine Auflösung meines Bildschirms ist wieder mal halbiert und habe also eine Ansicht für links und eine für rechts. Und jetzt muss ich natürlich vermeiden, dass jetzt hier die Ansicht für rechts bei meinem linken Auge dann auftritt. Das erreiche ich ganz einfach, indem ich jetzt eine sogenannte Barriere dazwischen schalte, die mir jetzt einfach diese Bereiche dann ausschaltet. Damit kann ich auch ein Stückchen weiter meinen Kopf nach rechts und links bewegen, aber wenn ich dann zu weit gehe, sehen Sie, da kriege ich also keine Informationen mehr auch für das Auge, weil die Barriere das eigentlich dann abschattet. Das heißt, ich habe nur einen relativ kleinen Betrachtungsbereich, zumindest Sweet Spot, und dieser Betrachtungsbereich ist natürlich auch von der Lage meiner Barriere abhängig. So. Natürlich ist es auch so, dass diese Barriere auch Licht schluckt, das heißt, ich habe also weniger Helligkeit. Ich könnte natürlich diesen Bereich zwischen den einzelnen Blöcken da größer machen, dass mehr Licht durchkommt. Aber dann habe ich wieder die Gefahr, dass ich jetzt hier für das linke Auge Informationen auch vom rechten Auge reinbekomme, also Übersprechen bekomme. Und das macht sich als Geisterbilder sehr unschön bemerkbar. So. Das heißt also, meine Barriere bestimmt meinen Betrachtungsabstand. Ich kann natürlich jetzt hier gehen und kann jetzt hier eine Kamera nehmen und kann jetzt mit der Kamera meinen Kopf erkennen, meine Augenstellung erkennen und kann jetzt hier diese Barriere elektrisch oder mechanisch nachführen, sodass ich jetzt hier immer in einem optimalen Sichtbarkeitsbereich dann drin bin. Aber, wie gesagt, die Auflösung ist halbiert. Diese Barrierenlösung wird also gerne bei mobilen Geräten verwendet, weil ich einfach ein zusätzliches LCD-Panel, wo eigentlich nur die Barrieren drauf sind, drauflegen kann. Und damit kann ich natürlich jetzt hier die Lage der Barrieren und die Größe elektrisch justieren und kann also immer einen optimalen Betrachtungsabstand oder Betrachtungsposition dann einnehmen. Auch lassen sich Barrieren leicht um 90 Grad drehen, sodass ich das beliebte
Hochformat und Querformat dann hier auch in 3D erreichen kann. Und weil es eben doch sehr viele 2D-Ansichten gibt, kann ich die Barriere total ausschalten, sodass ich die volle 2D-Auflösung auch bekomme, also doppelte Auflösung. Sogar gemischte 2D- und 3-Ansichten sind möglich, nämlich also nur die Barrieren auf den rechten Teil dann aufbringe. Das muss nicht halbe-halbe sein, es können auch kleinere Dinge sein, sodass ich also jetzt hier volle Freiheitsgrade habe. Aber immer noch durch die Barrieren geht die Helligkeit verloren. Ein Ausweg bilden jetzt hier diese Linsenraster-Displays, die kennen Sie alle aus diesen Wackelbilderchen raus. Das heißt, ich habe hier auch durch diese Linsen immer eine Zuordnung von den einzelnen Bildpunkten für das linke und rechte Bild. Wenn ich mich also jetzt hier mit meinem Kopf nach rechts bewege, dann brauche ich natürlich andere Ansichten. Das heißt, diese Ansichten muss ich natürlich jetzt auch auf dem Display darstellen. Das heißt, meine Auflösung in horizontaler Richtung hat sich nochmal verringert, je nachdem, wie viele Ansichten ich jetzt hier drauf bringe. Wenn ich zwei Ansichten habe und ich gehe von links nach rechts, dann springt natürlich das Bild. Das ist natürlich auch eine Sehgewohnheit, die ich normalerweise nicht kenne. Sie kennen das von den Linsenraster, von diesen Wackelbildern hier natürlich. Das ist natürlich auch kein normales Sehverhalten. Das heißt, ich brauche jetzt eigentlich eine große Anzahl von unterschiedlichen Ansichten. Bei heutigen Displays haben 5 bis 9 Views, aber eigentlich, um einen glatten Übergang zu simulieren, den ich normalerweise auch kenne, brauche ich zwischen 30 und 50 Views. Das heißt, ich brauche jetzt hier doch eine wesentlich höhere Auflösung, als ich heute habe. Ich kann jetzt meine Views auch nochmal in Subpixel unterteilen. Das geht dann ein bisschen einfacher. Hier ist mal ein Beispiel gebracht, wie ich 8 Subpixels hier zusammenfasse. Ich kann jetzt hier zum Beispiel das Linsenraster etwas schräg drüber legen. Das geht natürlich mit Barrieren genauso. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, dass ich jetzt hier bei einem einen View hier in der ersten Zeile rot, in der zweiten Zeile grün und in der dritten Zeile blau habe. Das heißt, mein Auflösungsverlust, den ich normalerweise nur in horizontaler Richtung habe, habe ich jetzt hier auch auf die Vertikale ausgedehnt, sodass insgesamt sich diese Auflösungsverluste auf beide Ebenen eben auswirken. Aber ich habe immer Auflösungsverluste. Wenn ich jetzt nur einen einzigen Betrachter habe, kann ich die Kamera ja auch dazu verwenden, diesem Betrachter nur ein Stereobild dann zu zeigen. Und wenn der Betrachter sich jetzt hier bewegt, dann erkenne ich das mit der Kamera und biete ihm genau ein Stereobild, ein einziges Stereobild an, was aber dieser neuen Ansicht entspricht. Ich kann also viele, viele Views jetzt hier machen. Je nachdem, wo der Betrachter ist, kriegt er ein neues Bild. Es geht natürlich im Prinzip nur für einen einzigen Betrachter und ich muss natürlich diese gesamten Views auch im Prinzip vorhalten. So, inzwischen gibt es auch solche Displays ohne Brille, auch in schöner Größe, also zwischen 24 und 65 Zoll gibt es die, zwischen 5 Views und 8 Ansichten da, aber diese meisten haben nur eine Auflösung von HDTV. So, wenn ich also 5 Ansichten habe, bedeutet das, dass meine HDTV-Ansicht durch 5 geteilt wird, um dann meine Ansicht in 3D zu bekommen. Natürlich relativ wenig. Es gibt also auch jetzt, auf der IFA wurde es vorgestellt von Toshiba, einen 3D-Consumer-Monitor, der eine höhere Auflösung hat von 4x HDTV und der arbeitet auch mit diesem Linsenrastersystem, hat 9 Ansichten und wenn ich das jetzt runterrechne, dann was effektiv rauskommt, ist dann immer noch mein Light-HDTV-System mit 1280x720 Auflösung. Auch hier wird die Ansicht korrigiert, je nachdem, wo ich stehe, durch eine Kamera- und Gesichtserkennung. Und das Gerät soll jetzt hier eigentlich Ende des Jahres in den Markt kommen, allerdings auch für 8.000 € ungefähr. Allerdings hat es auch eine höhere Auflösung. Aber dann brauche ich dann auch zu Hause keine Brille mehr, sondern kann also auch ohne Brillen mir das Bild anschauen. So, Fazit also. Nachträgliche Änderungen von 3D-Aufnahmen sind wünschenswert, auch in der Nachproduktion. Über Tiefenkarten und Depth-Image-Based Rendering sind also da Änderungen sehr einfach oder relativ einfach möglich. Im Wesentlichen haben wir das Multiview-Verfahren
Format, was also mehrere unterschiedliche Ansichten ermöglicht. Und daher habe ich dann ein natürlicheres 3D-Sehen zu Hause. Viele Leute meinen auch, dass der wesentliche Hinderungsgrund, 3D für Heim-TV einzusetzen, eigentlich das Brillenproblem ist. Also die Brille hindert uns eigentlich an einer größeren Verbreitung an 3D zu Hause. Wie gesagt, es geht jetzt hier um 3D-TV zu Hause. Es geht nicht um das Kino, wo eine Brille dann akzeptiert ist, wo ich auch nur einen einzigen Betrachtungsabstand habe und wo ich mich vor dem Bildschirm oder vor der Leinwand also nicht bewege, wenn ich das mache, dann beschweren sich ja die Nachbarn. Wir haben derzeit eben die Möglichkeit, durch Barrieren und Linsenraster dieses 3D-TV ohne Brille zu sehen. Um das aber mit der entsprechenden Auflösung zu bekommen und mit der benötigten Sehvergnügen zu bekommen, brauche ich aber eine wesentlich höhere Auflösung, als heute HDTV-Displays dann bieten. So, das heißt, wir haben also ein bisschen jetzt was auch über die zweite Generation von 3D-HDTV gesagt. Es gibt noch eine dritte Generation. Wann kommt's? Es gibt Leute, die sagen, jawohl, von Generation zu Generation haben wir einen Zeitrahmen von ungefähr 10 Jahren. Na gut, erste Generation ist vor 2 Jahren eingeführt worden. Warten wir drauf, ob wir in 8 Jahren diese zweite Generation dann auch haben. Ich habe mich schon mal geirrt. Die etwas Älteren unter Ihnen wissen das. Auch bei HDTV hat es über 20 Jahre gedauert. So, das war's jetzt von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lieber Herr Professor Edtke, das war ein ganz hervorragender Vortrag, den Sie uns dort mal wieder geboten haben. Und ich kann Ihnen nur sagen, unterstützend zu dem, was Sie uns gesagt haben, gibt es in der laufenden Ausgabe 12, und da muss ich zu meiner Ehrrettung sagen, wir beide haben uns nicht abgesprochen, gibt es eine ganze Menge Fachaufsätze, die genau die Thematik auch nochmal angreifen oder aufgreifen, die Sie gerade besprochen haben. Ich habe mir dazu gerade mal ein paar kleine Stichpunkte aufgeschrieben. Also Free Viewpoint haben Sie angesprochen. Das heißt, dass man mit mehreren Kameras eine 3D-Szene, eine normale Szene abfotografiert und diese dann eben halt mit Hilfsmitteln neu rechnen lässt. Da gibt es ein Projekt, was an der TU in Braunschweig zurzeit vorangetrieben wird, und da gibt es einen Fachaufsatz dazu bei uns in der FKT. Des Weiteren haben wir von den Kollegen von EE Motion einen Fachaufsatz über autostereoskopische Displays. Also ganz viele Dinge, die noch weiter erklären zu dem eigentlich kommen, was Sie jetzt gerade schon vorgestellt haben. Was bei mir aber als dem, ich sag mal, dem dummen Chefredakteur eines fachtechnischen Magazins herauskommt, ist einfach, wir reden über 3D-TV. Wir möchten eigentlich vielleicht 3D-TV zu Hause haben. Die Grenzen sind aber unser derzeitiges TV-System, das heißt die Akquise, das heißt die Übertragung und dann die Darstellung zu Hause. Oder sehe ich das falsch? Also es sind eigentlich drei Probleme. Einmal brauche ich natürlich jetzt hier die entsprechenden Displays zu Hause. Haben wir ja gesagt, die Auflösung reicht im Moment noch nicht aus. Da brauchen wir höher auflösende Displays, aber Sie wissen ja, die NHK ist dabei, Ultra High Definition zu definieren und dann entsprechende Geräte auf den Markt zu bringen. Wie gesagt, Toshiba hat jetzt hier ein Gerät rausgebracht vom Consumer für die vierfache HDTV-Auflösung, aber auch das ist noch nicht das Ende aller Dinge. Wir brauchen also im Prinzip noch höhere Auflösung. Also an den Displays zu Hause erstmal hapert es. Das zweite ist nur die Übertragungswege. Ich brauche natürlich Übertragungswege. Da gibt es aber auch schon Ideen, wie ich sowas machen kann. Ich brauche natürlich etwas mehr Datenrate, aber die Frage ist, wie viel ich dafür brauche. Das ist aber, wenn ich das entsprechende Codierverfahren dann habe, aber auch machbar, denn auch in der Codierung geht es ja weiter. Wir haben auch High Efficiency Video Coding jetzt im Moment, was jetzt entwickelt wird, was noch eine höhere Codiereffizienz hat als AVC, sodass wir da mit der Datenrate eigentlich nicht so an diese Begrenzungen kommen, wie wir das beim Heim-TV-Empfänger haben. Und die dritte Einschränkung ist natürlich noch der Set. Ich brauche natürlich auch die entsprechenden Aufnahmen am Set. Ich brauche also noch mehr Aufwand
am Set, weil ich mehr Aufnahmen brauche, mehr Kameras brauche. Das heißt, es wird noch teurer. Und damit stellt sich die Frage, wer bezahlt das? Wir brauchen auch dann entsprechenden Businessmodelle, damit wir das auch dann umsetzen können. Sehr interessant, was Sie gerade noch erläuternd dazu gesagt haben. Ich habe gerade das Jahresverzeichnis der FKT fertiggestellt und dabei kam mir ins Bewusstsein, dass wir, und ich hatte gedacht, 3D ist kein großes Thema, aber 3D ist ein großes Thema. Ich habe also ganz, ganz viele Beiträge unter einem Hauptschlagwort Stereo 3D wiedergefunden und es hat sich verlagert. Die Berichterstattung ist von der normalen Berichterstattung über 2D-Produktionen umgeschwenkt und hat sich verlagert auf 3D-Produktionen, auf Workflows, auf Erfahrungen von Ingenieuren, von Technikern, die sie mit Setaufbau gemacht haben, Erfahrungen, die sie gerne weitergeben und mit denen sie im Endeffekt erreichen möchten, dass die Produktion noch effektiver ein solches Set gestalten kann, damit man eben halt, was man nur schwer machen kann, fix it in the post nicht mehr braucht. Denn wer vernünftig bei dem Set Arrangement, also bei der Aufstellung des eigentlichen Filmaufnahmeumgebung entsprechend vorplant, das hatten Sie ja im ersten Webinar schon angedeutet, der erspart sich ganz viele Kopfschmerzen. Und die Frage ist einfach, werden diese Kopfschmerzen dann auch auf der Herstellerseite geringer, wenn wir über autostereoskopische Displays reden? Denn wenn bei der Aufnahme schon so viel Sorgfalt an den Tag gelegt wird, dass man optimalste 3D-Ergebnisse mit vernünftigen Tiefenkarten, mit vernünftiger Disparität und all dem, was Sie als, ich sag mal, diese Probleme bei der Aufzeichnung angeführt haben, dann glaube ich, wird es auch für die Hersteller einfacher werden, entsprechende Algorithmen in die Fernsehgeräte mit einzubauen, sodass man in Echtzeit quasi das Signal in einer vernünftigen autostereoskopischen Darstellung auch bekommen kann. Also im Prinzip haben Sie vollkommen recht. Wenn das Signal entsprechend aufbereitet ist, ist es eigentlich für die Displays eigentlich keine große Schwierigkeit, daraus ein sehr, sehr gutes Bild zu machen. Vorausgesetzt natürlich, die Auflösung ist entsprechend hoch genug. Wenn wir jetzt hier von autostereoskopischen Bildschirmen ohne Brille reden. Das ist einfach der Knackpunkt. Ich brauche einfach mehr Ansichten. Das heißt also, meine effektive Auflösung von meinem Bild 3D-mäßig geht dann runter. Und eigentlich bin ich ja froh, dass wir jetzt HDTV haben, endlich oder fast haben. Und ich möchte eigentlich auf diese Auflösung eigentlich nicht verzichten. Und ich möchte eigentlich nicht die Auflösung HDTV umwidmen in 3D-Auflösung. Denn auch wenn die Auflösung dann schlechter wird, wird auch der 3D-Effekt dann schlechter. Ich stimme dem voll zu, was Sie gerade gesagt haben. Und die Entwicklungen und Produkte, die seitens der großen Firmen zurzeit im Markt angeboten werden, sprechen ja auch eher dafür, dass die Auflösung höher wird, dass die Baugrößen geringer werden, sodass man eben halt auch hochauflösende Kameras auf kleinere Rigs bauen könnte, sodass dann am Set wieder mehr Platz für die Bewegung und für das Aufnahmegeschehen ist, als es derzeit der Fall ist. Und vor allen Dingen Gewichtsreduktion. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Da hat gerade einer der großen Hersteller eine Kampfansage für alle anderen Kamerahersteller auf den Markt gebracht und vorgestellt. Eine kleine HD-Kamera, die filmtauglich ist, mit die Größe einer alten Agfabox-Kamera quasi hat, aber die Möglichkeit bietet eben halt mit PL-Mount und EF-Mount-Objektiven daran zu arbeiten. Das Ganze zu einem Preis, bei dem manch einem Filmemacher das Herz plötzlich höher schlägt, weil er sagt, Menschenskinder, ich habe endlich genau das kleine Gerät zur Verfügung, was ich mir immer schon gewünscht habe. Und so wie bei jedem dieser neu vorgestellten Produkte wird es natürlich auch dort Probleme geben, dort Mittel und Möglichkeiten erstmal zu finden sein, damit man eben dieses Gerät auch so einsetzen kann, wie es gegebenenfalls sich der Filmemacher vorstellt. Ich weiß nicht, ob Sie gegebenenfalls für unsere Webinar-Teilnehmer noch ein Abschlusswort haben, mit dem Sie Ihr Webinar rund machen können und sagen können, von meiner Sichtweise her
gibt es eigentlich diese zwei oder drei Hinweise, wenn die von jedem befolgt werden, dann können wir eigentlich in eine solche schöne HDTV und vielleicht auch 3D-Zukunft schauen, die dann jedem das Vergnügen bietet, dass er HD-3D-TV zu Hause sehen kann. Ja, ist natürlich ganz klar. Was wir wie bei jeder neuen Technologie brauchen, ist einfach Erfahrung. Es gibt ja heute schon eigentlich sehr gute 3D-Beiträge. Ich denke jetzt hier zum Beispiel an Avatar. Und Sie wissen ja, dass der Cameron eigentlich viele Jahre gebraucht hat, um diesen Film zu planen. Aber in einer guten Planung und einer guten Technik kriege ich auch dann auch sehr gute auch 3D-Aufnahmen. Die Problematik, die ich im Moment bei der 3D-Geschichte hier sehe, ist, dass jetzt hier man die Sachen in den Markt reinbringen will. Man braucht also jetzt hier sehr schnell sehr viele 3D-Beiträge. Und dann gibt es eben nicht nur gute Beiträge und es gibt auch schlechte Beiträge. Und die schlechten Beiträge, die bringen natürlich die Leute dann dazu zu sagen, das habe ich mir aber anders vorgestellt, 3D taugt also nur doch nichts. Und diese schlechten Beiträge machen den ganzen 3D-Eindruck kaputt. Das muss man also genau abstrahieren, muss also sehen, wenn wir jetzt also mehr Erfahrung hier bei der Aufnahme haben, kriegen wir auch dann zwangsläufig hoffentlich auch dann bessere 3D-Beiträge. Wenn wir bessere 3D-Beiträge haben, dann haben wir auch dann mehr Möglichkeiten, das zu sehen. Dann gibt es also auch mehr Anreiz für die Konsumer, sich die Sachen zu kaufen und natürlich auch Anreiz für die Hersteller, 3D-Fernseher herzustellen, die wirklich den Anspruch haben, auch bessere Qualität zu bringen. Denn ist natürlich ganz klar, eine Firma Toshiba kann sich mal erlauben, mal einen solchen Fernseher mal herzustellen. Aber man muss natürlich auch sehen, dass das natürlich auch Geld kostet. Sie brauchen auch einen Return of Investment. Und da muss natürlich auch eine entsprechende Abnahmemenge dann dahinter sein. Das heißt, hier ist es eigentlich eine solche Sache, dass wir noch eine gewisse Zeit brauchen, dass die Technik auch weitergeht. Die Technik muss weitergehen, um bessere Bilder zu bekommen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, auch auf etwas breiterer Front 3D einführen zu können. Wir werden 3D sowieso bekommen im Spielebereich. Und das sind natürlich die großen Bildschirme natürlich sehr schön für die Leute, die natürlich spielen wollen. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, auch vom Computerbereich 3D-Sachen dann in sehr hoher Qualität dazu bringen, ist auch viel einfacher, weil beim Spielebereich meistens ein einzelner Betrachter dann da ist und für den kann ich dann also sehr hochwertige Beiträge an dem Display auch dann bringen. Und von der Seite werden wir sowieso 3D bekommen. Ich bin nicht der Meinung, dass sich 3D so durchsetzen wird wie HDTV. Ich meine jetzt auch nicht von dem Zeitrahmen, sondern ich meine jetzt auch da, dass wir jetzt natürlich 3D-Vollprogramme haben werden. Aber für einige Sparten, für einige Beiträge bringt einfach diese 3D-Ansicht eigentlich doch einen zusätzlichen Gewinn, auch für den Zuschauer, dass er sagt, jawohl, das will ich mir mal anschauen. Und Hans Hoffmann hat jetzt dazu aus dem Teilnehmerkreis eine Frage gestellt. Und zwar kommt er mit der Bemerkung, wie sie dann gegebenenfalls sich DVB Phase 2 sich für 3D positiv oder negativ darstellt. Und die zweite Frage von ihm, ob Thema High Frame Rate, das heißt hohe Bildfolgen, bei 3D gegebenenfalls auch irgendetwas bringen könnten. Also, ja, die Antwort. Nein, ich will es auch noch ein bisschen erläutern. Also, erster Teil DVB Phase 2 bringt natürlich eine ganze Menge dazu, weil nämlich jetzt hier die Möglichkeit gegeben wird, auch wirklich dann auch Zusatzinformationen zu übertragen, auch Tiefeninformationen zu übertragen, Metadaten zu übertragen. Und damit hat eigentlich auch dann der Zuschauer mehr Möglichkeiten, selbst Einfluss auf das Bild zu nehmen und kann sich da eigentlich dann auch das Bild mehr nach seinen Präferenzen dann einstellen, hat also mehr Genuss dann davon. Außerdem gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten für die Zukunft, um jetzt unterschiedliche Techniken auch den Konsumern dann anzubieten. Höhere Frameraten auf alle Fälle. Es hat sich ja gezeigt, dass wir jetzt hier für 3D-Anwendungen auch höhere Geschwindigkeiten brauchen, also auch von der Bildaufnahme. Ich gehe jetzt
von den 3D-Überlegungen hier davon aus, dass wir bei den Aufnahmen dann wirklich auch 1080p50 haben. Darunter würde ich eigentlich da auch nichts sehen. Und ist ja auch der Presse auch bekannt, dass ich auch Cameron für den Avatar 2 auch dafür entschieden hat, also auch für die Filmdarstellung auch höhere Frameraten in der 60 oder 48 Hertz dann zu nehmen, was natürlich auch schon ein Bruch von alten Traditionen im Filmbereich dann ist. Generell brauchen wir sowieso höhere Frameraten, wir haben ja größere Displays und früher bei den kleinen Displays fiel es ja eigentlich nicht auf, dass wir da Probleme bei Schwenks oder bei schnellen Bewegungen dann hatten, aber bei den größeren Displays, wo wir ein anderes Sehempfinden haben, wo wir also dann auch nicht einfach ein Guckkastenprinzip haben, wo das Auge dann starr auf die Ränder des Displays dann gerichtet sind, sondern wo wir jetzt hier eigentlich dann näher am Bildschirm drin einen größeren Sehbereich haben, wo wir dann also auch dann die Objekte dann mitverfolgen können, wo also auch ein bewegtes Objekt quasi mit den Augen verfolgt werden kann, wo dann das für das Auge, dieses bewegte Objekt als stehendes Objekt der hohen Auflösung vorhanden sein muss. Das bedeutet, dass wir eigentlich für ein schönes auch HD-Empfinden, auch ohne 3D, eigentlich schon höhere Frameraten benötigen. Ja, und da komme ich dann zu der Frage von dem Herrn Ingo Doser, der sagt, wie berechnet man denn für ein autostereoskopisches Display gegebenenfalls die Aufnahme-Framerate, um eine vernünftige Darstellung zu haben? Sie sprachen vorhin von 5 bis 9 Views, die heute gang und gäbe wären. Und eigentlich müsste man zwischen 30 und 50 unterschiedliche Views anbieten, was allerdings die Datenrate der heutigen Übertragungsmöglichkeiten bei weitem überschreiten würde und letztendlich wieder dazu führt, dass man gegebenenfalls zu Hause einen Bildplattenspieler hat, um sich dann so etwas anschauen zu können. Ja, also die Berechnung der Anzahl von Ansichten ist natürlich so, je mehr, desto besser. Also 9 Ansichten, das kann man also schon sehen an den Displays, die vorhanden sind, ist eigentlich zu wenig, weil Sie müssen sich ja auch vorstellen, ich muss diese Ansichten ja auch aufteilen auf meine Auflösung. Ich muss natürlich jetzt hier für die 9 Ansichten eigentlich im Prinzip in der horizontalen eigentlich im Prinzip 9-mal mehr Bildpunkte auf einer Zeile übertragen, wie bei einer Ansicht, die nur einen einzigen View darstellt. Wie ich vorhin mit dieser verschobenen Linsenrasteransicht gezeigt habe, ist es glücklicherweise so, dass mit einer geschickten Anordnung meiner Barrieren oder meines Linsenrasters ich jetzt hier meinen Auflösungsverlust nicht nur auf die horizontale beschränken kann, sondern ich kann jetzt diesen Verlust also auch dann ein bisschen auf die Vertikale umlegen. Das heißt, ich kann also dann hier eigentlich auch die Auflösung in beiden Richtungen eigentlich berechnen, dass der Auflösungsverlust eigentlich jetzt nicht so sehr ist, dass ich jetzt hier nur die horizontale einschränke, sondern und die Vertikale beibehalte, sondern beides schränkt sich ein. Ich habe es da ein bisschen vorgerechnet. An dem neuen View-Display von Toshiba, da kann man es dann sehr schön nachrechnen, habe ich also die Auflösung der 9 Views eigentlich so, dass ich die im Quadrat anordne. Das heißt, ich habe einen Faktor 3 in der horizontalen zu dividieren. Also diese 3000 und etwas Bildpunkte in der Horizontale durch 3 gibt dann diese 1280 Light-HDTV. Und wenn ich jetzt hier diese Anzahl der Zeilen nochmal durch 3 Views, nämlich wie ich eben gezeigt habe, RGB, als einzelne Zeilen dann sehe, dann bekomme ich jetzt hier die 780 Zeilen. Das heißt also quasi mein fast 4K-Display wird ein Ameloids HDTV-Bildschirm. Ich verstehe. Also HDTV Light, back to the roots. Ja. Ja. Das würde aber letztendlich bedeuten, dass wir doch in ganz großen Schritten die Ausrüstung aller Produktionsstudios mit 3GS bräuchten. Das heißt also, wir bräuchten 1080p50 Unterstützung, wir bräuchten entsprechende Infrastrukturen, wir benötigten, ich sag's mal, komplett neues Equipment. Die Industrie freut sich natürlich über eine solche Aussage, aber was machen
Produzenten, die gerade eben in Equipment investiert haben und die darüber nachdenken, gegebenenfalls den nächsten Auftrag in 3D übernehmen zu wollen? Also ich glaube nicht, dass alle Produzenten auf 3D umsteigen werden. Also es wird noch genügend Produktionen geben, die wirklich in 2D aufgenommen werden. Und auch da ist es ganz gut, wenn wir da eine bessere Qualität in Richtung 1080p50 bekommen. Da ist eigentlich noch genügend Raum für zukünftige Verbesserungen. Und dann wird es natürlich wie immer auch dann Spezialanwendungen geben, wo sich dann also auch dann eigentlich Firmen auf 3D spezialisiert haben. Und das ist auch gut so, dass es eigentlich nicht jeder macht, weil es gehört natürlich schon eine gewisse Erfahrung dazu, um so etwas zu tun. Und wenn ich natürlich eine Firma habe, die sich jetzt wirklich auf 3D spezialisiert habe, dann kann ich davon ausgehen, dass im Laufe der Zeit auch da die Erfahrung und auch dann das Equipment dann vorhanden ist. Denn das ist einfach das Gerät, was eigentlich auch dann den Umsatz generiert. Und da sind die Leute natürlich auch schon daran interessiert, jetzt hier entsprechendes Material zu haben, auch wenn es etwas teuer ist, aber was sie dann auch dann in dem Endprodukt in der Produktion auch vermarkten können. Ja, Professor Hinkel. So, dass die Leute alle das wegschmeißen müssen. Ja, wir haben jetzt leider schon ein bisschen unsere Maximalzeit überzogen und ich möchte einfach im Namen von allen Webinar-Teilnehmern Ihnen unseren Dank aussprechen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute ganz viel dazu gelernt. Und zwar viel dazu gelernt, um gegebenenfalls bei der nächsten Präsentation, die ich von irgendjemandem gegeben bekomme, ein paar peinliche Fragen stellen zu können. Oder aber doch so viel dazu gelernt, dass ich gegebenenfalls auch jemanden, der mich anspricht und sagt, worauf muss ich denn bei einer 3D-Produktion achten, kleine Hinweise zu geben, dass er sich entsprechende Lektüre besorgt, entsprechende gut ausgebildete Partner besorgt, um dann sein Projekt auch zum Erfolg zu führen. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Professor Hiedtke, und schauen Sie einfach mal, was gerade in unserem Chat abläuft. Unsere Webinar-Teilnehmer geben Ihnen eine Rückmeldung zu dem, was Sie gemacht haben. Und vielen, vielen Dank von meiner Seite und schauen Sie einfach noch ein bisschen in den Chat rein und sehen, was noch an Rückmeldungen kommt. Und ich freue mich darauf, wenn wir irgendwann in der nächsten Zukunft ein weiteres Seminar mal wieder gemeinsam machen können. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, die Sie mir gegeben haben. Ich habe es gern gemacht, hat mir viel Freude gemacht und ich mache es auch gerne in Zukunft nochmal wieder. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch und bis dann. Tschüss. Tschüss.